Hallo Waldläufer und Trapperfreunde. Demnächst werde ich weitere Teile von meiner selbst erfundenen Geschichte Das weit entfernte Land als Hörbuch veröffentlichen. Aber lasst mich bitte noch ein paar Worte dazu sagen. Solltest du den ersten und zweiten Teil noch nicht angehört haben, mache es bitte jetzt, bevor du dir die weiteren Teile anhörst. Denn nur so ergibt die Geschichte insgesamt erst Sinn. Die beiden Teile findest du etwas rückwärts in meinen Videos oder gehe am besten auf die entsprechende Playlist. Die kommenden Teile habe ich fast komplett in meinem letzten Campingurlaub geschrieben. Das hatte mir unglaublich viel Spaß gemacht. Sei es mal in der Hängematte, am Abend bei Kerzenlicht oder am Fluss, wo ich mich auf einen Stein setzte. Insgesamt finde ich, ist es eine sehr schöne Geschichte vom Inhalt her geworden. Allerdings weiß ich auch, dass wenn ein Lektor das überarbeiten müsste, entweder die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde oder sich sehr erfreuen würde, da er damit gut Geld verdienen würde, bei der vielen Arbeit, die für ihn in diesem Fall entstehen würde. Also seht es mir bitte nach, wenn da einige Grammatik oder sonstige Fehler beinhaltet sind. Es war einfach so, dass ich mich voll und ganz gedanklich reinsteigerte. Ich hatte alles genau vor Augen, als hätte ich es selbst erlebt. Und so schnell konnte ich handschriftlich alles gar nicht aufschreiben, wie meine Gedanken durchgingen. Ich war nun stundenlang dran, das Ganze abzutippen, um es dann besser sprechen zu können. Teils konnte ich selbst nicht mehr mein handschriftliches Geschmiere lesen, aber ich musste einfach damalig alles sehr schnell aufschreiben, da ich sonst vielleicht manche Gedanken wieder vergessen hätte. In der Geschichte kommen auch einige Dinge vor, die ich während meines Urlaubes erlebt hatte. So kletterte ein Eichhörnchen auf einen Baum, während ich in der Hängematte lag. Oder wo ich am Fluss saß, musste so eine Situation natürlich ebenfalls in die Geschichte mit einfließen. Schon jetzt wünsche ich dir sehr viel Entspannung beim Anhören der Geschichte. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn du diese sogar anhören könntest, während du dich in der freien Natur befindest. Vielleicht ein schönes Plätzchen im Rasen, auf einen Stein sitzend, in der Hängematte, in deinem Camp solltest du eines haben oder direkt am Lagerfeuer. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar schreiben könntest, ob oder wie es dir gefallen hat. Vielleicht sogar noch weitere Ideen zu dieser Geschichte. Wie auch immer, ich wünsche dir, wie schon gesagt, viel Freude und vor allem Entspannung beim Zuhören dieser Geschichte. Liebe Grüße, Manfred, der Waldläufer.